Ob T-Shirts mit lässigen Sprüchen, stilvolle personalisierte Becher oder witzige Accessoires. Der Tag der Ideen bei eBets zeigt, wie facettenreich die Welt der Werbeartikel sein kann und das unter anderem made in Kallham. Wir machen das mit Freude und haben auch viele regionale Anbieter da und natürlich auch sehr viele Kunden aus der Gegend, aber aus ganz Österreich und das gefällt uns schon. Es sind auch einige mit 3,5 Stunden Fahrzeit angereist. Die Kunden, wenn sie zu uns ins Haus kommen, sind immer wieder überrascht, wie schön wir, dass wir halt alles selber im Haus machen. Lasergravur haben wir im Haus, Druckerei haben wir im Haus für Aufkleber, Sticker, Trophäen, Awards, die ganze Werbetechnik, alles aus einer Hand und das noch aus der Region. Mit über 15 Leuten in der Produktion, das ist schon was Seltenes heutzutage und auf das sind wir wirklich sehr stolz. Bei einem Rundgang wird deutlich, dass sich die Werbeartikelbranche im ständigen Wandel befindet. Im letzten Jahr haben wir gemerkt, die Messen sind ja ausgefallen und dadurch haben die Kunden sehr viel Online-Veranstaltungen gemacht. Und da haben wir halt Pakete für die Kunden nach Hause geschickt, dass der Kunde auch schon zu Hause sitzt und vorbereitet ist, wenn er seinen Müslibecher rausnimmt, wenn er seine Gummibärchen rausnimmt, dass er eben irgendwo Haptisches in der Hand hat. Auffällig ist das große Angebot an Jausenboxen. Es wird immer mehr Trend, dass die Leute das Essen mitnehmen. Die Leute wollen von zu Hause was Gesundes mitnehmen und sie wollen es ganz gerne in einer einfachen Verpackung mitnehmen, nicht in drei verschiedene Dosen, sondern eine saubere Dosen, vielleicht noch mit dem Besteck dabei. Dann hast du unterwegs einfach alles, was du brauchst. Apropos Lebensmittel, auch die kann man mit seinem eigenen Logo versehen. Wir bedrucken vom Keks über die Schokolade bis hin zum Apfel, Banane, Melone und was wir letztens gemacht haben, auch eine Kartoffel. Immer mehr im Vordergrund rückt auch der Umweltgedanke. Eines der größten und der ersten Fragen, die gestellt werden, wie setzt ihr das im Unternehmen um? Und wir wollen mittels Technologie beweisen können, dass wir mit recycelten Materialien arbeiten. In dem Fall ist recyceltes Polyester und recycelte Baumwolle. Nachhaltigkeit und Regionalität. Themen, die auch bei eBets groß geschrieben werden. Wir haben jetzt wieder mit Streuobstwiese zum Beispiel, das Wiesenkistel, wo komplett regionale Dinge drinnen sind, als Mitarbeitergeschenk. Gerade jetzt in der Krise hat es erzeugt, Mitarbeiter sind Unternehmen was wert, ja, Gott sei Dank. Und es geht auch der Trend Richtung Mitarbeitergeschenke, hochwertige. Wertschätzung gegenüber den Kunden und Mitarbeitern. Ein Gebot der Stunde mit viel kreativem Freiraum.